Es ist mal wieder soweit. Der 34C3, also der 34. Chaos Communication Kongress, ist vorbei. Ich habe ein paar Videos geguckt, das ist jetzt leicht untertrieben. Und ich habe die für mich interessantesten rausgesucht und mal ein bisschen zusammengeschnippelt, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt, was ihr vielleicht ganz gucken wollt. Denn das Ganze soll eigentlich mehr oder weniger als Teaser verstanden werden. Ich habe unter meinem letzten Video hat irgendeiner mal geschrieben, oh, da hast du ja das interessanteste Experiment bei methodisch inkorrekt rausgeschnitten. Ja, ich habe aber auch vorher gesagt, es soll ein Teaser sein, weil ihr müsst halt das ganze Video angucken. Also, machen wir mal gar nicht lang rum, um was wir jetzt heute gehen. Wir werden ein paar Security Nightmares haben. Wir werden über die kleinen Dinge im Leben sprechen. Also, eigentlich genau, wie man sie angucken kann. Also ein kleiner Ratgeber, was man beim Mikroskopkauf beachten muss. Ein paar erstaunliche Dinge über die Relativitätstheorie, dann ein paar Experimente mit Herzblut, nennen wir es mal so. Dann reden wir mal ein bisschen über Wanzen, wie man sie erkennen kann und wie sie in der Vergangenheit ausgesehen haben, wie man seine Privatsphäre an der Grenze schützen kann, was es mit der Ladeinfrastruktur von Elektroautos so auf sich hat und warum das Ganze ein ziemliches Desaster ist. Und für alle diejenigen, die sich mehr für Software interessieren, Rechner, Programmierung und so weiter, habe ich am Ende sozusagen als Rausschmeißer zwei Talks reingebastelt. Und zwar der eine ist von Fefe über, klingt jetzt ein bisschen abschreckend vielleicht, Anti-Patterns und Missverständnisse in der Softwareentwicklung. Und der zweite, The Ultimate Apollo Guidance Computer Talk. Beide hochinteressant, beide habe ich euch so zusammengeschnipselt, dass es wahrscheinlich noch für euch verdaubar ist. Alle Links zu allen Talks findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Fangen wir gleich mit den Security Nightmares an. Wie war denn das mit diesen ganzen Geräten, die man zu Hause hat? Muss denn jede Attacke wirklich Hightech sein oder wäre vielleicht sozusagen ein biologischer Hack genauso denkbar? Schauen wir mal. Ja, interessant waren, also wir haben ja mal so diese Rubrik so, wo man so morgens irgendwie so News liest und denkt sich so, also eigentlich doch lieber vielleicht irgendwas mit Holz oder Orchideen oder so, nicht so dieses IT-Security-Ding so. Und da waren in diesem Jahr waren da so einige dabei, die halt so Sensor-Side-Channel-Attacks waren. Also wo man Sensoren anders benutzt, als der Erbauer dieses Sensors darüber nachdachte. Also zum Beispiel diese Dolphin-Attack, bei der man die Werbewanzen wie Alexa mit Ultraschall dazu bringt, Dinge zu tun, die der Mensch gar nicht hört. Also man hört dann als Mensch vielleicht nur so ein Pfeifen und plötzlich bestellt Alexa eine große Ladung Katzenstreu oder so. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauert es eigentlich, bis so Tiere, die halt zum Beispiel auch Ultraschall absondern können, also wie lange dauert es, bis man eine Fledermaus darauf trainiert bekommt? Welche Angriffsoberfläche bietet ein Papagei? Ne? Aber ich dachte, wir hätten geklärt, dass man das gar nicht braucht mit dem Ultraschall, wenn man dafür sorgen kann, dass der Furby das Katzenstreu bestellt. Ja, Tote durch Autokorrektur, da war so ein Problempunkt, der dieses Jahr hochkam. Hintergrund ist ja, dass zumindest ein Fall bekannt geworden ist, wo die Autokorrektur in einer Textverarbeitung den Namen von Medikamenten replaced hat. Also in dem Fall ging es halt um Antibiotika, wo die Autokorrektur halt nur eines dieser Antibiotika kannte, aber nicht das andere und dann halt das Wort korrigiert hat. Dummerweise ist bei Antibiotika die Auswahl des präzisen Medikaments relativ wichtig, weil es durchaus eine Menge Leute gibt, die so Allergien haben oder Unverträglichkeiten haben, die auch gerne mal fatal sein können. Und wir haben mal versucht, irgendwie rauszukriegen, wie weit dieses Problem so reicht. So. Also es geht ja noch ein bisschen weiter, ne? Also nicht nur Autokorrektur, sondern so Ärzte diktieren ja auch ganz schön viel. Und dann haben wir mal gefragt, so Siri, wie viele Leute hast du schon umgebracht? Aber sie hat die Antwort verweigert. Und Autowaschstraßen auch. Ja, 150 Stück, also irgendein Autowaschstraßentyp ist mal durchgetestet worden. Und ich glaube, die Videos davon durften dann nicht veröffentlicht werden oder so, aber angeblich gibt es da schöne Videos, wie die auf und zu fahrende Tür irgendwie versucht, das Auto zu zertrümmern, das gerade raus will aus der Waschstraße.
und Aussagen von den Leuten, die das gemacht haben, dass wenn sie es schaffen würden, einen Menschen einzuklemmen mit der Tür, dann könnten sie auch die Wasserstrahlen korrekt ausrichten auf den. Also die Autowaschstraßen. Das wäre dann zwar kein perfektes Verbrechen, aber immerhin ein sauberes. Die letzte Sache war... Es sind ja relativ viele Bitcoins, die da draußen sind, von denen Leute sagen so, ich habe es auf dem Kongress hier schon so, glaube ich, 5-mal gehört, so, ja, eigentlich habe ich ja auch noch so ein paar, aber entweder ist die Platte kaputt, man weiß nicht mehr, wo die Platte ist, ja, okay. Und dann gibt es auch eine ganze Menge, die sagen, ich kann mich echt ums Verplatzen nicht mehr an diese Passphrase erinnern. Und nun muss man dazu sagen, Hypnotiseur ist im Gegensatz zu Rechtsanwalt ein Beruf, bei der es irgendwie nicht nur eine Tarifierung nach Stundensatz geben kann, da ist eine Erfolgsbeteiligung möglich. Ich hoffe, ihr habt einen Psychologen eures geringsten Misstrauens gefunden und einige eurer Bitcoins reaktivieren können. Wenn euch Details wichtig sind, dann solltet ihr vielleicht nochmal über Mikroskope nachdenken. Und schon letztes Jahr hat André Lampe einen Vortrag gehalten über die kleinen Dinge im Leben. Kann ich euch auch empfehlen. Jetzt habe ich euch aus seinem aktuellen Talk herauskristallisiert, was man so beim Kauf eines Mikroskops beachten sollte. Es gibt verschiedene Mikroskoptypen. Ganz links ein Stereomikroskop. Da ist die Probe relativ weit weg und die kann man in eine Schale legen. Das kennt man vielleicht, da sind auf jeden Fall meistens zwei Tuben drauf, durch die man durchgucken kann, zwei Okulare. Hängt damit zusammen, Stereomikroskop ist wirklich ernst gemeint. Da ist ein kleiner Winkel zwischen den beiden Okularen. Das heißt, man bekommt tatsächlich einen dreidimensionalen Eindruck, aber keine hohen Vergrößerungen. Dann Durchlichtmikroskope oder ich nenne es immer gerne normales Mikroskop, aber das ist halt das Ding, vor dem ich, weiß nicht, jetzt 7 Jahre meines Lebens irgendwie ständig vorgesessen habe. Wahrscheinlich ist das für mich deswegen normales Mikroskop. Aber ja, Durchlicht- oder Auflichtmikroskop, darüber geht es zum größten Teil. Dann gibt es noch ein paar andere Typen, die werde ich am Rande erwähnen, das ein oder andere empfehlen. Und das Fluoreszenz-Hochauflösungsmikroskop, um das es heute nicht geht. Aber ich wollte es einfach nur mal zeigen, dass man sieht, dass der apparative Aufwand da durchaus ein klein wenig größer ist. Und wenn wir jetzt mal so die Mikroskoptypen, die ich eben so grob eingeführt habe, mal da drunter legen, Stereomikroskop. Ja, okay, 10 Zentimeter, das muss schon ein bisschen größeres sein, ja, aber 10 Zentimeter muss man nicht doll vergrößern, ja, aber das geht so runter bis 100 Mikrometer, vielleicht ein bisschen mehr, aber das Durchlichtmikroskop geht so, fängt ein bisschen kleiner an, kann aber ein bisschen weiter runter als 1 Mikrometer, vielleicht ein bisschen tiefer, aber da habe ich schon einen Bereich ein bisschen orange eingefärbt, da kommen wir gleich zu. Dann das Fluoreszenz-Hochleistungsmikroskop geht noch weiter runter. Bis zu 1 Nanometer können wir da mit Licht machen. Und wenn wir noch eine höhere Vergrößerung haben wollen, dann müssen wir wohl oder übel auf ein Elektronenmikroskop zurückgreifen. Okay, jetzt kommen wir mal wirklich zur Vergrößerung. Oder was mit diesem 1x bis 124x oder Fach gemeint ist. Ja, also man rechnet das relativ einfach aus. Okular mal Objektiv, das, was da an Vergrößerung draufsteht, ist die Vergrößerung eines Mikroskops, so wie es da vorne auch steht. Ah, ist ja sogar dasselbe. Und in diesem Fall, das Okular hat meistens 10-fache Vergrößerung. Und jetzt habe ich da jetzt gerade mal hervorgehoben, das 8-fach Objektiv. 10 mal 8 sind 80-fache Vergrößerung. 80-fach zu was? Habt ihr euch das schon mal gefragt, wenn das irgendwo steht? 80-fach größer als 25 cm entfernt vom Auge. Guckt man erstmal in eine Röhre, wenn man das liest. Und das ist auch der richtige Impuls, weil die Pappröhre im Inneren einer Küchenrolle hat ungefähr 25 cm oder 26. Das heißt, das könnt ihr mal ausprobieren. Dann habt ihr ungefähr einen Maßstab dafür, was diese Vergrößerung denn tatsächlich bedeutet. Sowas macht tatsächlich nur Sinn beim Auge, wenn man durchguckt. Und nicht bei Bildern oder bei Kameras.
Überall, wo in der Zeitung ein Mikroskopiebild steht, das hier in 400-facher Vergrößerung, könnte ich mich aufregen. Sollen sie doch so einen schönen Balken reinmachen, dass man die Dimension versteht. Aber nein, gut, anderes Thema. Aber es macht keinen Sinn bei Kameras, damit das einmal klar ist. Diese Vergrößerung bezieht sich nur auf, wenn man mit dem Auge durchguckt. Ein weiterer Parameter, wenn man Vergrößerung verstanden hat, super. Ein weiterer Parameter, den man im Kopf haben muss, wenn man sich mit Mikroskopen beschäftigen will, ist der Arbeitsabstand. Wenn man eine höhere Vergrößerung will, dann muss das Objektiv immer näher an die Probe herangeführt werden. Das soll euch helfen, einzuschätzen, wie groß ist meine Probe und wie muss ich das präparieren. Bei so 40-fach oder vielleicht sogar noch höheren Vergrößerungen von Objektiven muss man sehr, sehr nah ran und dann müssen die unter Umständen tatsächlich unter Glas oder ich muss sie kaputt schneiden oder klein machen. Dann habe ich vielleicht einen unzugänglichen Ort, da muss ich den Arbeitsabstand beachten. Etwas, was selten irgendwo auf einem Karton mit draufsteht, ist das Field of View oder das Sichtfeld von einem Mikroskop. Das kann man schlecht messen oder in der Zahl ausdrücken, das muss man sehen. Hier habe ich das mal gezeigt, da habe ich drei Mikroskope genommen. Ganz links Cosmos Experimentierkasten, weiß ich nicht, 70 Euro glaube ich. In der Mitte Bresser, auch so ein Schülermikroskop, sind, weiß nicht, 120 oder 130 Euro, bin ich mir nicht ganz sicher. Und rechts ein Forschungsmikroskop, da muss man wahrscheinlich einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen, um das zu bekommen. Aber das zeigt mal, selbes Objektiv benutzt, wie das Sichtfeld aussieht. Ein paar Parameter-Bullshit, was ich so gesehen habe. Ich habe schon viele verschiedene Mikroskope mir mal beim Online-Händler meines Vertrauens bestellt und einfach ausprobiert. So von 6, 7 Stück habe ich mal die Highlights aufgeschrieben. Vergrößerung, 40-fach bis 2000-fache Vergrößerung. Blöd, dass die Beugungsgrenze des Lichts irgendwann zuschlägt und eine Vergrößerung über 1250 keinen Sinn mehr macht. Ja, das haben sie halt, ne? Marketing und so. Kamera, wenn da irgendwie eine Kamera mit verbaut ist, 2 Megapixel, 5 Megapixel, High Resolution, bla bla bla. Jedes der Produkte, die ich gekauft habe, die diese Bezeichnung hatten, hatten 614x480 Pixel Sensor drin. Ich sag das nur, das stand dann vielleicht ab und zu im Kleingedruckten, aber manchmal auch gar nicht. Kamera, 30 FPS, 60 FPS, Highspeed beim Test. Software, easy to install, many features. Bei 5 von 7 Sachen, die ich bestellt hatte, war keine Software beiliegend. Wovor ich aber warnen möchte, sind diese Dinger. Da sieht man ein Handy, an das ein Mikroskop dran geklippt wurde, was irgendwie mit der Handykamera funktioniert und tolle Bilder macht. Das hat meine Kollegin eben bei uns an der Assembly ausprobiert und hat dann festgestellt, dass sie keine 5 Arme hat. Und jetzt haben wir eben auch über Tiefenschärfe gesprochen. Die Tiefenschärfe von dem Ding würde ich mal schätzen 100, 200 Mikrometer. Wenn ihr das hinkriegt, Handy zu halten, an Knöpfen zu drehen und eine Probe zu halten und dabei immer in 100 Mikrometer drin zu bleiben, meine Fresse, habt ihr dann euer Kaffee-Level so richtig gut austrahiert. Ja? Also es geht nur eine Weile gut. Ich warne vor diesen Ansteckmikroskopen, habe schon ein paar ausprobiert, sind alle voll für den Fuß. So, das andere, eingebaute Teile, wo eine Kamera drin sitzt und ein LCD-Display. Ja, super. Also, ne, wenn die Kamera kaputt geht oder ihr feststellt, Mist, ist nur 614x480 und das LCD ist auch irgendwie doof, habt da jede Menge Geld ausgegeben, die sind dann teilweise schon richtig teuer. Hier wurde es beworben mit 2000-fachem Digitalzoom. Ja, super, ne? Macht die Kamera das mit Binning und dann sieht man nur verschmierten Pixelbrei und kann nichts wirklich darüber festlegen. Was ich euch empfehlen würde, die habe ich alle selber getestet und ich würde nichts empfehlen, weil ich nicht selber getestet habe und was nicht mit offener Software läuft. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, sagt es. Hier, Schülermikroskop aus dem Cosmos Experimentierkasten. Ich habe kein Geld von Cosmos gekriegt. Ich habe das nur irgendwann mal, lag da und deswegen habe ich das. Es gibt bestimmt andere Hersteller, die tolle Schülermikroskope machen. Einfach das Handy davor halten und Bilder machen. Oder was es auch noch gibt, diese lustigen Dinger. Ja, Saugnäpfe, kann man das Handy drauf babtschen, hat genau den richtigen Abstand, dass man ein Bild machen kann und hat man sich quasi sein Mikroskop mit Display und Kamera selber gebaut und man kann die Kamera und das Display jederzeit austauschen.
Vielleicht hat man auch ein anderes Mikroskop, irgendwie so ein altes. Das Ding da ist so geschätzt 70 Jahre alt. Und da habe ich mir einfach mal eine Okularkamera für gekauft. Die steckt da oben drin, da. Ja, also das Tolle ist, Mikroskoptechnik ist genormt. Die meisten Tuben haben einen Innendurchmesser von 23,2 mm. Diese Okularkamera passt da genau rein. Ich schließe sie an, hat einen CMOS-Sensor, Full HD, also 1920x1080. Wird erkannt von offener Software, also eine ganz normale USB-Kamera, kann man mit allem betreiben, macht total schöne Bilder. Das Ding kostet 60 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Relativitätstheorie für blutige Anfänger, das klingt jetzt anspruchsvoll, vor allem wenn man daran denkt, dass der Talk nur eine halbe Stunde dauern darf. Deswegen sehr interessant, ein paar Aspekte, die ich euch rausgeschnitten habe. Wenn ihr schon denkt, ihr wüsstet ziemlich viel über die Relativitätstheorie und wenn ihr denkt, ihr wüsstet, was uns auf dem Erdboden hält. Und jetzt möchte ich euch ein Bild ins Hirn zaubern. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Zeit eigentlich so was Spezielles, anderes wie Raum gar nicht ist. Stellen wir uns mal vor, und das ist ja eine der großen Leistungen von Einstein, dass die Zeit Teil des Raums ist, also sozusagen verbunden. Ich kann, wenn ich mich verabreden will, dann kann ich mich nicht nur drüben am Infopoint verabreden, sondern ich muss auch sagen, wann. Ja, sonst verfehlen wir uns, wie wir uns im Raum verfehlen, wenn der Ort nicht klar ist. So, das heißt, und physikalisch gesehen ist die Zeit auch gar nicht so was Spezielles. Die hat irgendwie nicht so spezielle Parameter. Also ein Physiker könnte dir gar nicht so genau sagen, was die Zeit ist. Und Einstein hat jetzt einen Trick gemacht, hat gesagt, pass mal auf, in Wirklichkeit, und das kriegt man in der Schule komischerweise so gar nicht erzählt, obwohl ich es total anschaulich finde, in Wirklichkeit bewegen wir uns die ganze Zeit, alle, immer, mit Lichtgeschwindigkeit, und zwar durch die Zeit. Wir sausen hier in dieser vierten Dimension, wo auch immer die hindeutet, dieser Vektor da, da bewegen wir uns mit Lichtgeschwindigkeit die ganze Zeit. Voll Karacho. Ja, naja, deswegen merken wir von dieser Raumdimension auch nichts, ja, wenn es eine wäre, weil in dieser Richtung ist dann ja alles anders. Und wie wir uns durch diese Dimension mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, sobald ich mich jetzt ein bisschen in einer der drei anderen bewege, bewege ich mich um genau diesen Teil weniger in der Zeit. Das heißt, der Vektor, der durch die Raumzeit, der ist immer gleich lang. Das heißt, die Geschwindigkeit durch die Raumzeit, egal wohin ich mich gerade bewege, ist immer gleich lang. In Wirklichkeit bewegen wir uns tatsächlich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Nur solange wir stehen, durch die Zeit. Und nur wenn wir rennen. Und dann wird auch klar, eigentlich drehe ich diesen Vektor nur. Und zwar aus der Richtung Richtung Zeit in Richtung irgendeiner anderen Raumdimension. Deswegen ist auch klar, wenn ich den um 90 Grad drehen möchte, muss ich ihn mit sehr, sehr, sehr viel Energie drehen. Wenn wir hier stehen und Druck spüren, dann werden wir von diesem Fußboden beschleunigt. Es ist also tatsächlich nicht so, und das ist auch ein großer Irrtum, der gerne gemacht wird, dass die Gravitationskraft eine Kraft wäre, sondern vielmehr ist es die Kraft, die der Boden auf mich ausübt, um mich in dieser Richtung zu beschleunigen, wohingegen das Objekt, das hier frei fällt, unbeschleunigt ist. Das wird nicht beschleunigt, das sieht nur so aus. Das kann man tatsächlich auf eine Art messen. Das Experiment könnt ihr wahrscheinlich alle machen. Ihr könnt ein Handy in die Hand nehmen, könnt diese Sensoren, ja, hier Beschleunigungssensoren nehmen, auf einer Graphen anzeigen, dann werft ihr das hoch, fangt es wieder auf, nicht fallen lassen, geht es kaputt und dann seht ihr, dass für den Fall des freien Fluges alle drei Linien genau auf Null waren. Da war keine Beschleunigung. Ich weiß, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe es ja gesehen, ne? Aber es ist so spannend und eine halbe Stunde ist einfach sehr kurz. So, das heißt, wichtiger letzter Aspekt an dem Punkt, die Erdbeschleunigung ist tatsächlich eher die, dass die Erde mich in dieser Richtung beschleunigt und nicht, dass es irgendwas anzieht. Das tut es nicht. Ja? Stattdessen folgt das Objekt, das sich hier in dieser Richtung, Richtung Erdmittelpunkt bewegt, einfach nur dem kräftefreien, unbeschleunigten Bewegung. Also jemand, der fällt, wird von sich sagen, Beschleunigung, da merke ich nichts von.
Merke ich nicht, aber ich merke was. Stellt euch morgens auf die Waage, dann merkt ihr was von Beschleunigung. Da zeigt nämlich ein Zeiger was auf. Ist genau das Gleiche, was ihr sehen würdet, wenn ihr im Weltraum in einer Rakete schwerelos schwebt. Dann sagt ihr, merke ich nichts von. Jetzt gibt die Rakete Gas, dann seht ihr eine Beschleunigung. Das heißt, das, was passiert ist, die Erde beschleunigt euch in dieser Richtung und nicht etwa die Gravitation euch in dieser Richtung. Damit müssen wir leider schon zum Ende kommen. Ich weiß, es ist sehr eingedampft. So, bei Mikrofon 1, eine ganz wichtige Frage. Kurz gefasst, was ist Beobachtung? Oh, interessant. Bisher hatten wir nur eine einzige Möglichkeit der Beobachtung und seit kurzem, seit dem LIGO-Experiment, ist eine zweite dazugekommen. Beobachten ist das Erfassen von elektromagnetischer Strahlung. Genau das und nichts anderes. Wir können nichts anderes tun, als beobachten elektromagnetische Wellen. Jetzt können wir, seit wieder mal belegt wurde, dass Einstein tatsächlich recht hatte. Einstein hat nämlich Gravitationswellen vorhergesagt und die sind vor einem Jahr oder so und inzwischen auch mehrfach gemessen worden. Seitdem gibt es eine zweite Möglichkeit zu beobachten. Wir können nämlich Gravitationswellen sehen. Die sehen wir nur, wenn sehr, sehr schwere Objekte kollidieren. Das tun die dann aber so doll, dass binnen Millisekunden mehrere Sonnenmassen an Materie in Energie zerstrahlt in Form von Gravitationswellen. Und die können wir hier auf der Erde messen und da können wir sogar sehen, weil es inzwischen viele, also mehrere solche Dinge gibt, aus welcher Richtung das kam und dann hinschauen, was an dieser Stelle elektromagnetisch passiert. Das heißt, seit ganz kurzem haben wir eine zweite Möglichkeit zu beobachten. Sonst kann man nur elektromagnetisch beobachten. Methodisch inkorrekt geht es jetzt gleich weiter und zwar mit einem Experiment, das ziemlich viel Herzblut zeigt. Und wir haben gerade über Blut gesprochen. Darf ich das kurz, weil eigentlich macht man, also es gibt ein klassisches Experiment, das man mit Blut machen kann, um etwas nachzuweisen. Und eigentlich macht man das Experiment, was wir euch jetzt zeigen wollen, auf so Bühnen mit Schweineblut. Wir haben aber gedacht, wir sind ein tierfreundlicher Podcast und wenn hier ein Schwein bluten muss, dann wir selbst. Wenn ich sage unser eigenes, meine ich natürlich sein. Danke für den Applaus von einer Person. ja, ich lade das hier mal, Reinhard, für dich. Wir haben hier so ein, wie heißen die Dinger eigentlich? Stechhilfe nennt man das. Stechhilfe? Ja. Die kann man auf verschiedene Tiefen, Stechtiefen stellen. Ich stelle das mal, du hast ja eher so eine dicke Haut, yeah. Reinhard. Was machst du denn da? Alkohol. Warum? So desinfizieren und so. Ach, so dachte, du lutscht jetzt dieses Tuch raus. So, welchen, das tut scheiße weh, ne? Jetzt stell dich nicht so an. Welchen Finger hättest du gerne? Den? Ja, hier so Seite, da so. Seite? Also, ja, ich würde Seite nehmen. Pass auf, ich zähle bis drei. Aber nee, ich will das selber machen. Gib her. Nee, komm. Gib her. Ich bin ja wohl Doktor. Ja. Also. Alter. Wieso? Ich zähle 3, 2, 1, 0 und dann. Ey, du Arsch, ich, ne? Du machst doch bei 2 oder so. Machst du das? Bei 2 erst? Ja. Ja, es gibt jetzt 4 Zahlen, bei einem drücke ich. Ja. Fertig? Ja. 3, 2, du wolltest kein Schweineblut nehmen. Ja. 1, was? Du blutest da? Ja. Warte mal. Tropf, du bist ja innerlich so tot, wie du wirkst. Alter, muss doch. Der melkt seinen Finger. Ist das Zert in der Nähe? Kam da jetzt irgendwas raus? Gib mal komm. Da ist noch die Nadel von mir drin, oder? Jetzt zeige ich dir. Ja, genau. Ja, jetzt. Dann gib mal her, dann mach ich nochmal. Das soll ich nicht, ich kann zählen. Vielleicht hilft dir das. Komm, ich mach das auch mal. Gibt's jetzt ja gar nicht. Au! Mehr trinken, genau, ja. Blutarmut. Warte mal, Alkohol macht das Blut flüssig, oder? Das Zert fragt ernsthaft, ob wir klarkommen. Noch nie eine Show von uns gesehen. Jetzt guck mal, wie ich blute. Ja, wenig Talente, aber ich blute toll. Wir brauchen doch nur einen Tropfen. Braucht ihr einen Arzt? Nee, geht schon. Braucht ihr einen Arzt? Fragt er nach einer halben Stunde. Ich dachte, ja, verbluten tust du nicht. Ihr müsst das langsam ausstreichen. Das Blut muss wieder da sein. Oh, ist das schön. Oh, du bist zärtlich, hör mal. Ja, der Name
Medizin. Ich bin ja auch Kinderarzt. Okay, warte mal, wenn ich das jetzt hier... Das geht alles von unserer Zeit ab, ne? Ja, ja. Nee, der Mann schlägt eine venöse Blutentnahme ab. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. So. Okay, das reicht eigentlich schon. Das reicht. Nein, was wir euch zeigen wollten eigentlich, wir haben ein Enzym im Blut, also zumindest in meinem Blut, bei ihm bin ich mir nicht so sicher, Katalase. Und Katalase ist spannend, weil das unter anderem, wenn man Wasserstoffperoxid im Blut hat, H2O2, also oxidiertes Wasser sozusagen. Warum sollte man Wasserstoffperoxid im Blut haben? Oxidiertes Wasser halt. Ja. Dann zerlegt dieses Katalase den Wasserstoffperoxid in Wasser, H2O und Sauerstoff. Willst du eine Pipette haben? Und beides ist eben nicht schädlich fürs Blut. Schön. Für den Menschen, im Gegensatz zum Wasserstoffperoxid. Und dann passiert etwas Spannendes. Jetzt brauche ich nochmal die Kamera, genau. Wir müssen ganz hier einmal nah dran gehen an meinen Bluttropfen. Da hängen auch zwei von mir am Rand. Das sind ja aber wirklich unscheinbar. Jetzt tropfe ich da mal Wasserstoffperoxid drauf. Oh, ich zitter. Ja, Blutarmut, das ist ja auch... Ja gut. Ihr spielt gut mit. Nochmal hier. Probier mal den Rand. Mal gucken, ob der Reinhard auch Katalase... ja doch. Oh, guck. Ah. Oh, guck, guck, guck. Okay, weißt du, was passiert? Da ist Sauerstoff entstanden. Und Sauerstoff zusammen mit dem Eiweiß in unserem Blut schäumt das Blut auf. So ein bisschen wie Eischnee eigentlich. Und das ist das, was ihr jetzt da in der kleinen Schüssel seht. Lustig wäre das natürlich gewesen mit 3 Litern Schweineblut. Wollten wir aber eben nicht machen. Deswegen brauche ich einen freiwilligen Reinhard. Wittern. Wir haben einen Katalysestoff gefunden, nämlich Kaliumiodid. Macht im Prinzip das Gleiche wie die Katalase in unserem Blut, das Enzym. Wir haben nur natürlich kein Eiweiß hier, deswegen nehmen wir Spülmittel. Das machen wir mal hier rein in diesen Kolben. Wir hatten übrigens so einen Kolben nicht und haben dann bei Twitter gefragt, ob uns den einer mitbringen kann. Und das hat funktioniert. Das funktioniert auch nur auf dem Kongress, das muss man mal wieder so sagen. Wir hörten, Messeteppich ist nicht teuer, aber muss ja nicht sein. Wir haben das vorher mit dieser Planung noch nicht getestet. Also, ja, wir haben die billige genommen, haben nicht drüber nachgedacht, dass Wasserstoffperoxid vielleicht für so Folien auch nicht so das Beste ist, aber wir schauen mal. Kaliumiodid in dem einen Gefäß und Wasserstoffperoxid in dem anderen. Ich sag mal so, wir haben weder die Folie ausprobiert, noch das Gefäß, noch das Mischungsverhältnis. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir haben das mal im Reagenzglas in meinem Garten probiert. Wir schauen mal, ob das skaliert. Also im Prinzip genau das Gleiche, was wir gerade mit dem Blut gemacht haben, dann halt nur in anderen Mengen. Okay. Geht das mit dem Kippen? Oh. Anscheinend nicht. Mir läuft hier gerade das Iod und der Wasserstoffperoxid in die offene Wunde. Ja, aber so Iod kennt man doch aus dem Kindergarten, oder? So zeig Enzym, was du kannst. Mir wird ein bisschen schwummrig, aber geht schon. Das blubbert auf der Folie. Da. Oh. Das könnte reagieren, also... Ja, mach mal das nächste Thema. Es gibt wenig Probleme, die man nicht mit Kleenex lösen könnte. Lass mich durch, ich bin Sicherheitsbeauftragter. Gerade bei diesem Talk, also methodisch inkorrekt, solltet ihr vielleicht auf jeden Fall, wenn ihr nicht ganz anguckt, das letzte Experiment, das sind so die letzten 10 Minuten, angucken. Be surprised. Interessieren euch Agentenstories, Wanzen, Mikrofone, Spy-versus-Spy-Geschichten, dann solltet ihr in den nächsten Talk reingucken. Vor allem interessant finde ich die ganze Problematik mit der Energieversorgung. Ich habe ihn dann am Ende ein bisschen runtergeschnitten, weil ich persönlich jetzt die Tatsache, dass es kaufbare Wanzen gibt, nicht so überraschend finde. Ganz am Ende aber interessant, wie sie denn mit relativ wenig Hardwareaufwand und wenig Softwareaufwand Wanzen finden können.
So we want to do this like a formal research, like as thorough as possible. So we started, as every research starts, with a kind of what it was done before. This one was invented in Russia. It was called the Great Seal Bug, or at the time it was known as the Thing. It was a very interesting case because it was planted in the US Embassy in Moscow, and they took 7 years to find it because it was planted in plain sight, just in a room. There was a gift for the embassy, so they put it there on the wall, right? And it was found by accident because some person that was listening to the radio found that actually he was hearing conversations that were coming from the embassy, but he was outside, so he was like asking what is going on. So they started investigating and they found this. So when they opened this thing, they found that there was no battery in there, only the microphone and some pieces of electronic. So the idea was that somebody from the outside was emitting electromagnetic energy frequency, right, into the embassy, into the thing, powering up the thing, and then the thing was there capturing the sound, converting this into electricity, modulating frequency antenna, and transmitting back. They call this illuminating the embassy, right? They were pointing electromagnetic frequency. So, the people between this, inside this illumination area, didn't feel so happy at the time. So you can see that this is like NFC, near field communication technology, the same that we are using now. You transmit some energy wireless. It was the first time that we saw they were using it like that. Yeah, so after they found this, Americans, of course, took the idea and they created something very similar that is called Satir. It was just a copy of this. And this was after the Second World War, 1940-something. So, and this was kind of novel because it didn't require energy, right? So this was not the only thing small that was invented in around this these dates. This was a model, TY574A. This was invented in Czech Republic, or the old Czechoslovakia. It's a modular microphone, so it was very novel by the time. Every little cube had different functionalities, so you can assemble it in with different combinations. And the small cubes have like a functionalities, like one of them can beacon home, whatever that means at the time. So it was kind of very clever. And we found some magazine, that old magazine, that explained how it was used. And you can see here that they made like fake wooden box where there was a microphone and then the pile of batteries that it needed to power it up. And it was placed under the table. So how many of you would check under the table like daily? But also there were right now, other clever solutions like lasers, right? Yeah, this is a new technology that they are pointing laser to mist in the air, so water molecules in the air floating, and while you are talking and you are close to this mist, they're pointing a laser to that, and they can then hear you back. So there are a lot of new things that are going on. So we wanted to get our hands on the technology. We wanted to try it on. We read some stuff, or we wanted to prove it for ourselves, how it works, how it sounds, how was the audio quality, and so on. We started looking in typical ways, Amazon, eBay, and other sites for microphones. This is one of the first one, the F908. It's very small, as you can see in the video. It has a plastic case. It has the power supply, a 9-volt battery. But it has a very long antenna. This one was around $33 US dollars, and it has an advertised range of 500 meters. Another model was this MicroSpy. We wanted like the smallest thing that we can find, and this works in the same range of frequency, same power supply, is half of the price, doesn't have the case battery, but you can see there that there is a microphone, the socket for the battery, and also the very long antenna. Another example that we bought,
is a ear one. This have is very similar. This has for adjusting the frequency as well. The same range advertised is $18, and the only thing different is that it has like this cable for putting the battery, which is a bit easier to kind of place it on Haidu because you can stretch it a bit more. And we started to think, what kind of devices could people normally have at their homes that can use for a spy microphone? So we found this. This is the Behringer BY-04. These are baby monitors that work on FM frequency for some reason. This is very interesting. It's more expensive. The frequency is higher, 800 megahertz. And the advertised range is 800 meters because it seems that it's kind of common just to leave your baby and just go 10 blocks away, right? So I'm not sure why. So the problem we saw is that there was no room in the middle for any quick tool that you can use and adjust and hack a little bit and modify to make your everyday detection in any place you go. So this is why we created the Salamandra. Salamandra is a free software tool. It's SDR-based. And the idea of Salamandra is to make the detections of hidden microphones around you easier, something that, and you have an idea of what's going on. So this is the type of device we are using. It's very well-known SDR basic device. So Salamandra is reading these power levels, and it's working with this for detections. So which is the basic idea behind Salamandra for detection of hidden microphones? It's taking the power levels. In this case, you have here normal FM radio. This is the transmission, the frequency where it's transmitting. And it's taking these peaks and it's actually counting them. So when you plug a microphone, you will see this. So you can see that there is much more noise in the frequencies. And also you will see that there are a lot of peaks around. This is because you are usually close to the microphone. So the closer you are to the power source, the more spurious frequencies you will find, the more noise around, and you will see other frequencies being also having this peak of power. So if you move away from the microphone, you will see that these frequencies are going down, and there is only one frequency, the frequency which the microphone is using for transmission. So we are using this idea and counting this noise, in a sense, to know how close or far away you are from the microphone. So in here, this is an idea of putting a threshold, that is the blue line, and then we are counting how many peaks are over this threshold. This is a super basic idea. It's not a new idea, probably, but it's a very simple way of reading very fast a huge range of frequencies and finding if you are closer or not to this source of power frequencies. Habt ihr manchmal auch an der Grenze ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ob die in eure Laptops reingucken wollen oder Ähnliches tun? In dem nachfolgenden Talk geht es um bestimmte Aspekte, an die man denken sollte, die man vielleicht auch nicht machen sollte, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick eine gute Idee erscheint, was man so für Rechte hat. Im Schnitt. So, before you arrive at the border, you got to think through some of these issues. You might want to talk with your employer about your work devices. They may have policies about whether you should be taking it over a border, may ask for some information to be deleted, may say you should or shouldn't provide passwords if asked. Anything about protecting what you carry about there? We're going to talk a little bit more of this when we get to Bill's section, talking about technical protections, but things like backups, encryption, strong passwords. Then think about your online presence for your devices. Log out, remove credentials so that if they don't have a policy about looking in the cloud, they would have to at least require or ask for passwords before they can do it, so it's tamper evident in that way. Also, put yourself in private browsing mode so if they're looking through your web history, they won't be there. You also may consider looking at your publicly available information and shifting it to private, making it friends only on Facebook or going to a private account on Twitter. And most importantly, don't bring it. If they don't have it,
they can't take it at the border. So consider leaving your devices at home if you're not going to need them. Maybe you can, if you need a computer but you don't need your home computer, consider bringing a temporary device like a Chromebook or a burner phone. If you don't need the data that's on your device, delete it. If you do need the data, consider moving it to the cloud and then picking it up when you get to the far side. Then, as you come to the border, it's important first to plan ahead. Have an idea of what you want to do there, how you would react to various scenarios, so you're not making a decision when under this very tough situation where you're under a lot of pressure of making a decision on the fly. But have a good idea what you want to do. When you're having the interactions, be polite and respectful. Escalating the situation can lead to further problems that aren't necessary. Importantly, don't lie to the border agents. There are a lot of countries, probably almost all, will have separate crimes for giving false information or lying to governmental authorities. And then if something does happen as it's going down and you want to do something about it later, document it. Get names, badge numbers, agencies, get a receipt for the property. They'll give you the more power to do something about it later. Now I want to turn to the consent. First of all, there's something that often happens when the border agents are talking to you. They'll phrase things in the form of a polite question, you know, would you like to give me your password? Can I see your device? And if you hand it over in response to that, they'll say, oh, it was consent. You have waived your rights. If you want to challenge it later, say, well, you gave it up. So in some cases, you might want to clarify, well, is that an order? Am I required to do this, or is that a request? And if they say it's a request, say, no, thank you. If they say it's an order, well, then you're going to get to choose your own adventure. You can refuse to comply, stand up for your rights, and that can provide you greater legal options later, because you can challenge their ability to do SIL. They can challenge their ability to get into your device by not providing the password until it has been adjudicated in a court of law. But this comes with consequences. This may escalate the situation. The device may be seized. You may have future trouble the next time you're going over a border. So these are difficult choices and will depend on your particular circumstance. And then after the border, again, document what has happened. If you have freedom of information laws in your jurisdiction, you might want to use those to get more information about what happened, see what public records could be provided. And another important thing, if you did make that choice to hand over your password, change it. Yes, adding on top of the dummy account question, I'd like to ask if you can recommend a program that automatically does switch these accounts based on which password I enter into my device. It's the same issue as before. You're taking a risk by trying to do that, and that is the risk that if that is discovered, that is really suspicious to them, and so that highly escalates the matter. So you're trading off this possibility that you'll be able to appear to be cooperative and not have them access to the true information against the possibility that they discover that something funny is going on. You know, after they put it through the Cellbrite or whatnot and see there's a lot of data that they're not able to access, and then the consequences ratchet up. So I think that it's a relatively high risk if something goes wrong that you will be treated as a very suspicious person. I know that there is another piece of software that Backtrack uses that if you enter a certain Lux passphrase, then it'll instead delete the contents of your device. Again, I'm not recommending that. If you did that at the border, they would find that extremely suspicious. Just saying it's out there. Okay, thank you. I'm afraid we'll have to close this now. Jetzt sind wir wieder bei den E-Autos. Ich wusste ja schon vorher, dass die ganze Ladeinfrastruktur auf der Abrechnungsseite relativ kaputt ist. Das ist ja schon oft kolportiert worden. Wenn man sich aber anguckt, wie unglaublich schlecht das Abrechnungssystem funktioniert, wie unglaublich billig es zu knacken ist, von knacken würde ich nicht einmal reden. Man sieht es auch dann in dem, schaut euch auf jeden Fall die Fragesektion ganz am Ende an, ich habe hier reingeschnitten, da kann es einem Angst und Bange werden. Ich habe dann einfach mal eine Ladekarte kopiert. Ja, ist meine eigene. Ich habe auf meine Rechnung geladen.
Dazu habe ich hier mein Chameleon Mini benutzt. Dem sage ich jetzt einfach in dieser Kommandozeile, hey, tu mal so, als wärst du eine MyFair Classic 1K. Benutze die UID Bad, das war dann meine reale Ladekartennummer von NewMotion und habe das da drauf geflasht und der hat eine eingebaute Batterie und damit kann ich jetzt halt zu einer Ladestation gehen. Das passiert hier dann auch, ich halte meine Karte davor. Die Ladestation fragt, hey, hier, schließ mal dein Fahrzeug an. Das heißt, ich stecke da meinen Adapter rein, sage dem Auto, okay, tu mal so, als wärst du da und fordere Strom an. Und die Ladestation sagt dann auch, jo, ich rede mal mit dem Backend und das sieht gut aus, ich starte den Vorgang. Einfach nur nochmal, damit es klar ist, ihr braucht nur diese Nummer und dann könnt ihr laden. Wo er die herbekommt, ist irrelevant. Ja, ich kann mir auch mit einem Android-Handy und einem 30 Cent China MyFair Classic Klon, kann ich mir meine Ladekarte einfach selber programmieren. Das ist kein monetärer Aufwand, man braucht dafür nicht unbedingt diesen Chameleon Mini. Was sagt NewMotion? Mal stellvertretend hier ein Tweet. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung. Ihr Anliegen ist uns sehr ernst. Was passiert, wenn ich einen leeren FAT32 formatierten USB-Stick in eine Hager-Ladestation reinstecke? Naja, ich kriege zunächst mal eine Log-Datei angelegt und da sind viele Informationen drin. Zum Beispiel, was für eine Hardware läuft da, welche Revision, sonst was. Also ich stecke den leeren USB-Stick rein, da liegt dann hinterher eine Datei drauf, wo diese Inhalte stehen. Ich kriege aber auch die Netzwerkkonfiguration. Und noch viel geiler, die Zugangsdate und der öffentliche Endpunkt von dem OCPP-Server. Ja? Also, ja, löse bei der Hager-Station zwei Schrauben, die da unten sind, klapp es auf, steck den USB-Stick rein und du hast im Endeffekt alle Informationen, die du brauchst. Wird noch besser, ich kann diese Datei editieren, kann sie wieder reinstecken. Und es wird als neue Konfiguration übernommen. Ich muss. Interessanter ist dann, was sonst noch so an Nutzdaten gespeichert ist. Und zwar kann man die Ladetoken von den vorangegangenen Elektroautofahrern einfach mit einem Grep extrahieren, weil sie unverschlüsselt in Logdateien liegen. Ja. Da ist halt der Exploit relativ offensichtlich. Ich baue mir so einen USB-Stick zusammen, stecke den in die Ladestation rein. Da wird als Root einfach irgendwas ausgeführt. Das heißt, ich führe meinen grep-Befehl da irgendwo innerhalb dieser Beanshell-Dateien aus, schreibe mir das Ergebnis von dem grep wieder auf den USB-Stick, ziehe den USB-Stick ab und gehe weg und habe halt, keine Ahnung, die letzten 100 Ladekartennummern, die gültig sind, in diesen Dateien gefunden. Ich muss in dem Fall 6 Schrauben lösen, bis ich an den USB-Port komme. Ja, das ist jetzt keine reale Hürde für jemanden, der nachts irgendwie 2 Minuten auf dem Parkplatz steht. Um es nochmal zusammenzufassen. Ladekarte sind kaputt, weil sie ein öffentliches Merkmal der Karte benutze, um Ladevorgänge zu authentifizieren. OCPP ist genauso kaputt, weil es halt keinen sauberen, signaturbasierten Handshake gibt, um so einen Ladevorgang freizuschalten. Die Ladestationen, die ich mir jetzt angeguckt habe, waren auch ziemlich kaputt. Ich greife nur Dinge an, die ich wirklich auf meinem Schreibtisch liegen habe. Insofern kann ich nichts zu der Qualität der Backends von den Ladeverbünden sagen. Wäre aber spannend, da mal reinzugucken. Ja, das Internet würde gern wissen, ob die Ladestationen eigentlich irgendwie vom BSI zertifiziert werden müssten, so wie mit Stromzählern zum Beispiel. Also es gibt momentan keine Regulierung in dem Bereich. Es gibt keine Prüfung der Ladestation im Hinblick auf Sicherheit. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die ja für das Messen von Strom und das Abrechnen von Strom die Oberhand hat, wenn es um die Technik geht, sagt, wir brauchen ein zertifiziertes Smart Meter Gateway in der Ladesäule, was aber dann so teuer ist, dass die Ladesäule sich einfach niemals amortisieren würde. Insofern ist im Moment die Lösung der Ladestationsanbieter einfach zeitbasiert abzurechnen. Das heißt, der Strom ist for free, aber der Parkplatz vorne dran, da gibt es halt eine Parkgebühr. Das wow, hallo da hinten, ne? Mark 6. Hallo? Okay.
Ich bin im Backend-Bereich involviert bei einem gewissen Anbieter, der erwähnt wurde. Und es ist genauso schlimm. Wir haben das schon 2012 mit den Hardware-Anbietern und den Kunden besprochen, aber es besteht einfach kein Interesse, da irgendwas besser zu machen. Ja, dann hoffen wir, dass das Interesse wächst. Ich hoffe, ihr habt alle eure E-Auto-Abrechnung nachgeguckt. Für alle, die sich für Softwareentwicklung interessieren oder interessieren müssen, wird wahrscheinlich Fefe ein Begriff sein. Falls nicht, googelt es. Er hat einen Blog und ist in diesen Kreisen auch manchmal ein bisschen umstritten. Sagen wir mal so, er polarisiert etwas. Der Talk ist aber auf jeden Fall interessant für Leute, die eben mit der Softwareentwicklung beschäftigt sind oder eben mit der Leitung von Softwareentwicklung beschäftigt sind. Vielleicht auch ein Video, was man gerne weiterleitet. So, also jetzt haben wir ganz viele offene Bugs. Was machen wir denn jetzt? Ja, nächstes Problem. Und eine Idee, die häufig kommt und die auch erstmal total super klingt, ist, dass man bugfreien Code belohnt. Ja, so, und zwar am besten mit so einem Bonus, am besten in Geld. So, wenn euer Team keine offenen Bugs hat, dann werdet ihr belohnt. Und das führt eben dazu, dass es mir mal passiert, dass ich so eine Mail gekriegt habe von einem Typ, wo ich ein paar Bugs gefeilt habe und der kommt und meint, du Arschloch, jetzt ist mein Bonus weg, ich kann meine Hypothek nicht abzahlen. Und da wusste ich dann auch erstmal nicht direkt, was ich dem sagen soll. Der hat das dann selbst gelöst, indem er alle Bugs zugemacht hat und zwar mit Not a Bug. Hat mir natürlich versprochen, dass sie trotzdem alle gefixt werden, aber das könnt ihr euch ja vorstellen, wie gut das klappt. Und natürlich möchte man möglichst schnell mitkriegen, wenn jemand was eingecheckt hat, was den Bild bricht. Aber nicht sanktionieren. Ich habe mal so eine Firma erlebt, die hat dann so ein Britney Spears T-Shirt gehabt und das musste der Typ tragen, der letzten Mal den Bild gebrochen hat. Macht das nicht. Das hat gut funktioniert, bis sie so einen Britney Spears Fan als Angestellten hatten. Aus Sicht des Management ist aus meiner Seite ganz wichtig, dass man eine Fehlerkultur etabliert. Das heißt, niemand wird bestraft für Bugs, denn sonst verstecken die Leute Bugs und das ist noch schlechter. Ja, man muss Leute belohnen. Man muss Leute belohnen, wenn sie einen Bug finden und fixen, aber nicht mit Geld belohnen, sondern mit Ruhm und Ehre. Ja, ich schlage immer vor, einmal die Woche, irgendwie Freitag ab 4 oder so, macht man so ein All-Hands-Meeting, wo dann die alten Hasen ihre schönsten Bugs erklären. Ja, damit es als etwas Positives gesehen wird, einen Bug zu finden und damit die Jungen was dabei lernen, das ist eine gute Sache, das kann ich empfehlen, das funktioniert auch gut. Und das bringt auch das Team zusammen und es nimmt so diesen Rockstar-Status weg. So, die nächste Sache ist, dass man dafür sorgt, dass der Bug auch von dem gefixt wird, der den Code geschrieben hat. Es gibt große Firmen, die teilweise ein zweites Team dafür haben, Sicherheitsbugs zu fixen. Und dann kriegt der Typ, der das programmiert hat, überhaupt nicht mit, dass er die ganze Zeit schlechten Code programmiert. Ja, der zieht dann am besten noch so von Team zu Team, hinterlässt überall so Tretminen. Das ist wichtig, dass es Feedback gibt und zwar nicht als Strafe, sondern damit die Leute merken, wenn sie Fehler machen. Ja, Menschen lernen aus ihren Fehlern, dafür muss man verstehen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und das ist die, wo komme ich zurück zu dieser Meeting-Kultur, wenn man ein Meeting hat und sagt, du hast hier aber Scheiße gemacht, dann macht man den vor dem ganzen Team nackig, das hilft überhaupt nicht. Die Anekdote, die ich hier erzählen wollte, war, dass ich mit einem Freund einen Job hatte. Und da war Teil von dem Problem war ein User-Interface und da hatten wir beide überhaupt keine Ahnung von. Und der Freund meinte dann ganz locker, ja, lass uns das in Qt machen. Und ich meine so, wir haben beide keine Ahnung von Qt, was machst du hier? Und dann meinte er, ja, das hätte ich gerne im Resümé stehen. Ja, das muss in meinem Lebenslauf, sieht das gut aus. Das ist schon ein paar Jahre her, aber was ich sagen will, wenn die Firma den Leuten nicht die Zeit gibt, Sachen zu lernen, dann lernen sie das in Projekten der Firma und die werden dann scheiße. Und hier noch so ein bisschen Selbsthilfe für Entwickler, ist die letzte Folie, ganz entspannt bleiben. Der Druck kommt immer von euch selbst, das Management kann viel erzählen. Ja, Deadline hier, Deadline da, lasst euch da nicht dazu bringen, Überstunden zu fahren. Immer schön um 9 kommen, um 5 nach Hause gehen. Also, wenn unrealistische Anforderungen reinkommen, dann müsst ihr da ganz ehrlich sein und sagen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich nehme jetzt euer Geld und arbeite daran, aber ich sage euch jetzt, das wird nichts.
Ja, immer schön Paper Trail hinterlassen, dass es nichts wird und man es rechtzeitig gesagt hat. Man kann dann dran arbeiten, weil viele von euch werden wahrscheinlich die Kohle brauchen. Aber ehrlich sein, nicht so tun, als wenn wir das mit ein paar irgendwie Nacht durchgemacht am Ende noch reißen können. Das ist besonders in der Spielebranche ein riesiges Problem, dass die Leute total Burnout kriegen. Man muss das verstehen mit dem Management wie ein gegenseitiges Training. Ja, wenn ich dem Management sowas durchgehen lasse, dann zeige ich ihnen, das ist die neue Baseline. Ja, das erwarten die ab dann. So, und jetzt eigentlich als nerdiger Rauschmiss die Apollo Guidance Computer. Das ist, ich finde es ein hochspannendes Gerät, wie man mit einer Technik von vor, Moment einmal, es war schon ein langes Video bisher, wie man mit dieser Technik zum Mond fliegen konnte. Und falls euch die Sache mit Rope Memory nichts sagt, falls ihr keine Ahnung habt, wie dieser Speicher früher gemacht wurde, schaut auf jeden Fall rein, googelt das mal. Damals, so viel kann ich schon verraten, konnte man einen Programmierfehler mehr oder weniger nur durch Stricken wieder rauskriegen. Welcome to the Ultimate Apollo Guidance Computer Talk, aka a comprehensive introduction into computer architecture and operating systems and spaceflight. The Apollo Guidance Computer, AGC, is a digital computer that was designed from scratch specifically for use on board the Apollo spacecraft to support the Apollo moon landings between 1969 and 1972. The base clock is about 1 megahertz, all data is 15 bits, and there are 2 kilowatts of RAM and 36 kilowatts of ROM. It's about the size of a large suitcase, weighs 32 kilograms, and consumes about 55 watts. Its user face is a numeric display and keyboard. Some historical context. The first mini computers were the size of a small fridge, too heavy, too power hungry, and too slow for real-time scientific calculations. Already 10 years later, though, microcomputers with highly integrated circuits started outclassing the AGC hardware in many regards. The architecture is very 60s and feels very alien to us today. The hardware is very innovative for its time. It has some very interesting and unusual peripherals. Its operating system was revolutionary for its time. And the mission software has all the bits too, with the right hardware attached to fly you to the moon. The command and service module and the lunar module each contained one AGC. It was the same hardware, but attached to partially different I/O devices and with the software adapted for the specific spacecraft. The astronauts interact with them through the display and keyboard units, which are mounted alongside these hundreds of switches. The computer's responsibilities during the mission are to track the position and speed, the so-called state vector of both spacecraft, stabilize the spacecraft's attitude, calculate and control engine burns, and monitor or control the Saturn V during launch. The architecture of the AGC can be described as a von Neumann accumulator machine with 15-bit ones complement big endian arithmetic. So we'll talk about the instruction set, the arithmetic model, and instruction encoding, as well as the memory model, I/O operations and counters, and finally the interrupt model. While a more complex construction set can achieve higher code density and contribute to higher performance, it also generally means that the CPU will be drastically more complex. A computer from the early 1960s consisted of only a few thousand transistors as opposed to today's billions, which is why this is the sweet spot for the AGC. 36 instructions provided just about the performance that was required for the mission. The memory model is the cornerstone of the instruction set. Memory consists of 4,096 cells, numbered in hexadecimal 000 through FFF. Each cell contains a 15-bit word, numbered between 0 and 7FFF. Almost all changes in data in memory go through the 15-bit accumulator, also called the A register. A program can copy words between the accumulator and a memory cell, but also add, subtract, multiply, and divide values as they are moved around. The hardware implementation runs at 1 megahertz, is microcoded, and uses integrated circuits, core memory, and core rope memory. This simplified block diagram shows the AGC at the hardware level. The complete schematics are publicly available and fit on just 49 sheets. The whole implementation only uses a single type of gate, a three-input NAND gate. Two of these are contained in one integrated circuit, and about 100 of these ICs form a logic module. 24 logic modules and some interface and power supply modules are connected together in Tray A, which also contains the I/O and debug connectors. Tray B contains various driver and amplifier modules, as well as RAM and ROM. RAM is implemented as magnetic core memory, which stores bits in magnetized toroids. Reading a bit clears it, so the memory sequencer makes sure to always write the value again after reading it.
Without mass storage like tape, the AGC has an unusually high amount of ROM. Core rope memory encodes bits by wires that either go through or past a ferrite core. The 500,000 bits per computer were woven completely by hand. Trays A and B are put together like this and hermetically sealed, making for a rather compact computer. The AGC system software makes it a priority-based cooperative, but also preemptive, real-time, interactive, fault-tolerant computer with virtual machine support. The topics we'll talk about are multitasking, the interpreter, device drivers, and the wait list, as well as the user interface and mechanisms for fault recovery. Some devices need to be driven at exact times. If, for example, a job decides that it needs to flash a lamp twice, it would turn it on immediately and schedule three waitlist tasks in the future at specific times. The first one will turn the lamp off, the second one will turn it on again, and the third one will turn it off again. As we now have a good overview on architecture, hardware, peripherals, and system software of the Apollo Guidance Computer, it's time we review on its practical use on a mission to the moon. Let's start with the user interface. It is like any command line interface, but since there are only numbers and no letters, keywords have to be encoded. On a normal system, you might say display memory, enter. Display is the verb, memory is the noun. On the Apollo Guidance Computer, you say verb 01, which means display, noun 02, memory, enter. The astronauts have a complete reference of all verbs and nouns on paper, as well as cue cards with the most important information. During the flight of the Saturn V, the Apollo Guidance Computer is only performing passive monitoring of the flight. Control of the Saturn V is with its own launch vehicle digital computer and the instrument unit ring. The disk key automatically shows verb 16, noun 62, which is velocity in feet per second, altitude change rate in feet per second, and altitude above pad in nautical miles. Note that the units and the position of the decimal point are implicit. And yes, the whole system was working in metric internally, but for the benefit of the American astronauts, the display procedures converted everything into imperial units. In extreme cases, astronauts could even steer the whole stack into orbit themselves with the hand controller. In case you ever wanted to fly to manual control a 110-meter tall rocket with more than 30 million newton of thrust, this is your chance. To be able to navigate in space, we need to maintain our three-dimensional position and our three-dimensional velocity, the so-called state vector. Let's start with the determination of the position. For this, we need a telescope and a space sextant. The space sextant is very similar to an 18th century nautical sextant. Position is determined by measuring the angle between the horizon and a celestial body. With a telescope, the astronaut looks for one of the known stars, points the star line to it, and let the Apollo Guidance Computer read the Trunnion and shaft angle. Repeating this one or more times in a different plane gives a three-dimensional position of the vehicle in space. As we're moving, our position changes all the time. But after two location fixes, as long as we're coasting, we're able to establish our speed and can determine future positions by dead reckoning. As position and velocity are known, future positions can be extrapolated. Unfortunately, linear extrapolation doesn't work in space, as we have gravitational forces which bend our path. I think this helps to understand why we need a computer on board and can't just fly to the moon with a hand controller. Mission Control can use its link via S-band to update the state vector. But there's one thing Mission Control doesn't know better than us, and that's attitude. Attitude is the orientation of the spacecraft in its three axes. Starting from a known attitude, we have to ensure that we can measure any rotation on any axis. That's what gyros are for. They are one of the major components of the IMU, the inertial measurement unit. Three gyroscopes, one per axis, measure any rotation and provide their data to the Apollo Guidance Computer to keep track of the attitude of the spacecraft. As there is no friction in space, the tiniest event would constantly make the spacecraft rotate. The digital autopilot of the Apollo Guidance Computer uses the jets to maintain the attitude within certain thresholds, so-called dead bands. The autopilot is also used in case the astronauts ever need to use the hand controllers for thrusters. Basically, both the command and service module and the lunar module have fly-by-wire control. Well, we are on the moon, we do the usual stuff, small step for man, jump around, plant a flag, and we then skip directly to the interesting bits, which is liftoff and rendezvous. The rendezvous technique was developed in the Gemini project. Here you can see the Agena rendezvous target in Earth orbit. It follows the principle of an active vehicle, in this case the lunar module, which follows the command and service module and approaches it from below in a slightly faster orbit. So this was a beautiful nominal mission. What can go wrong? Well, let's start with Apollo 11, which had a 1202 program alarm during powered descent. Normally, programs during powered descent use about 85% of the processing power of the computer, but due to an incorrect power supply design, the rendezvous radar generated an additional 12,800 involuntary instructions per second, ironically amounting to the exact additional 15% load. Due to the cooperative multitasking, a queue of jobs built up, which resulted in an executive overflow and the 1202 alarm. The operating system automatically performed a program abort. All jobs were canceled and restarted. All of this took just a few seconds, and landing could commence.
Next, Apollo 13. They had an explosion of the oxygen tank in the service module at 55 hours, 54 minutes, 53 seconds. Yeah, correct. 320,000 kilometers from Earth. Fortunately, they could make use of the free return trajectory to get the astronauts back to Earth, but they had to move to the lunar module to survive, as the command and service module was completely shut down, including its Apollo guidance computer. The IMU settings needed to be transferred to the lunar module system first, adapted to the different orientations of the spacecraft. The manual burns and the mid-course corrections were actually done with the abort guidance system on the lunar module due to power constraints with the Apollo guidance computer. Successful reboot of the command and service module computer was luckily done hours before re-entry. And last but not least, Apollo 14, which had a floating solder ball in the abort button, which might lead to an unwanted activation of abort, therefore putting the lunar module back into orbit. This was solved within hours by reprogramming the Apollo guidance computer to spoof the execution of a different program, which was not listening to the abort button during the powered descent. Real abort activation, though, would have to be manually activated via the disk key. So you need to know where to find one. 42 computers were built total. 7 lunar module computers crashed onto the moon. 3 lunar module AGCs burned up in the Earth's atmosphere. 11 command module computers returned. They're all presumably parts of museum exhibits. And 21 machines were not flown. Little is known about those. One is on display at the Computer History Museum in Mountain View, California, but it is missing some components. Luckily, several emulation solutions are publicly available, as well as a tool chain. And the complete mission source, originally the size of a medium-sized suitcase, is available on GitHub. Information overload. Please give a warm hand of applause, because we can't have a Q&A, unfortunately. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Falls ihr andere Talks habt, die ihr für interessant haltet, schreibt es unten in die Kommentare. Es ist dann für alle interessant. Empfehlen kann ich noch Nougat Bytes. Das ist ein Quiz, bei dem man Bilder raten kann, und das ist extrem nerdig. Dann dieses Jahr Hacker Jeopardy, ist ja nur alle 2 Jahre. Sagen wir mal so, wenn ihr da bei den Fragen durchsteigt, bei allen, dann habt ihr keine Freunde mehr. Es gibt da noch ein paar andere Talks, die sehr technisch ins Detail gehen. Da wird mal wieder irgendein Chip aufgesäbelt und irgendeine Verschlüsselung gebrochen oder irgendeine Verschlüsselung im Detail erklärt. Ist aber schon so hochgradig nerdig, dass ich immer das Gefühl habe, so 2-3 Stunden später habe ich die Details schon wieder vergessen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Empfehlt den Kanal weiter, vielleicht auch das Video, wenn es euch nicht interessiert hat. Schreibt, warum es euch hier die Zusammenfassung nicht befriedigt hat. Ansonsten würde ich sagen, dann für alle, die nur dieses Video geguckt haben und den Kanal nicht abonnieren wollen, bis nächstes Jahr. Und Servus.